Das kriegen wir schon hin, wir beide, oder? Weil wir stehen nämlich in der Nähe der Bühne und die bekannte und markante Stimme im Hintergrund ist natürlich Happy Camping. Unser lieber Kollege, der hat jetzt seinen Auftritt und der nächste ist hier. Also auch damals. Kuckuck. Dann das Thema Gas. One World, 1000 Places. Mach unten natürlich auch die Beschreibung rein, ganz klar. Guck mal die Videos, echt cool. So sieht es heute aus an Tag 2 auf der Messe. Wir lauschen auch mal den Kollegen, sofern wir Zeit haben. Dann geht's los. Wir sehen uns. Bis später. Aki, hier Kamera und Mikroregie. Und ich ziehe los zu Tag 2 vom Wunschkonzert. Oder? Wir geben alle Gas für euch. Kommt nach Freiburg. Ich bin heute noch fällig. Oh Gott. 14 Uhr bin ich da. Bis später. Also, liebe Leute, ihr seht. Hier im aufgeklappten Zustand am, wie gesagt, Tag 2, ein super Oldtimer. Tolles Konzept. Ich weiß nicht, wer er gestern im Video gesehen hat. Ha, zu verkaufen, 10.000 Euro. Und er ist unverbastelt. Ja, irgendwas hat man immer gemacht an diesen Geschichten. Aber ihr seht, wie klein man den zusammenfalten kann. Und das ist echt wieder was für Tobi. Ja, ihr wisst ja, ich stehe auf so ziemlich alles, was nach Freizeitfahrzeug aussieht. Das ist so. Ich könnte mich immer mit jedem beschäftigen, am besten jeden mieten, leihen und so weiter und da Geschichten erzählen drüber. Und die Geschichte von Freiburg hat gestern begonnen, von der Messe, von der Caravan Live und echt richtig erfolgreicher Start, auch mit dem Wetter. Da ist natürlich die Stimmung immer eine ganz andere. Und ich habe gestern das Wunschkonzert aufgerufen oder ausgerufen. Und das Wunschkonzert ist ein Hallenrundgang und ihr sagt mir dann aufgrund des Hallenrundgangs, was ihr sehen wollt. Ich habe schon ein paar Wünsche und mache mich jetzt auch auf den Weg mit euch zusammen und hoffe, das auch dann in der nächsten Halle finden zu können. Das ist der Cuber, der Cuber. Und da hatte ich mehrere Kommentare schon drauf, bitte zeigen. Und das ist auch mal ein exotischeres Konzept und da stehe ich natürlich auch drauf, dass wir nicht den Mainstream nur behandeln, sondern wirklich einen Messerundgang machen. Servus, guten Morgen. Und diese Akzeptanz hier, diese freundlichen Menschen, der Hammer. Also hier mit der Kamera durchlaufen, ganz frei. Ihr kennt mich ja normalerweise, wenn ich das Gefühl habe, das würde eher ein bisschen stören, dann bin ich schon weg mit der Kamera, dass man wirklich keinen nervt. Aber hier ist das alles gern gesehen. Kollegin hier, total nett. Wir sehen uns. Da machen wir auf jeden Fall was. Also allein schon wegen der lieben Kollegin werden wir bei Rackli auftauchen aus dem Triganer Haus. Das gibt's alles hier, das System, Jahrzehnte, aber nähere Infos werden wir uns natürlich hier abfragen. Dann kann man hier eine Kaffeepause machen bei der Badischen Zeitung und ein Abo bekommen. Und hier ist ein echt geiles Auto, der Spexor Bus, der mobile Sicherheitsassistent. Einige Kollegen haben dieses Produkt schon getestet und ich habe nur zufriedene Stimmen vernommen. Ich werde mir das auch nochmal anschauen, wen der Spexor in der Kurzübersicht interessiert. Der kann gerne hier einen Kommentar hinterlassen. Den hat man natürlich geil aufgepeppt. Der ist mal was für die Kameralinse von dem Samsung SD, mit dem ich ja immer filme. Ich bin ja wieder hier der fast schon der Oldie. Also Oldie bin ich sowieso, aber auch mit der Kamera, mit meinem Set, das ich benutze, mit dem Osmo 3 Gimbal. Und das muss so aus der Hüfte geschossen sein. Ich sehe aber jetzt auch immer den Aki mit dem Osmo rumlaufen. Und das ist richtig cool. Da ist der Spexor dran und da werden wir meinen lieben Kollegen befragen dazu, wenn die mal Zeit und Lust haben, dann kommen wir da gerne vorbei. Das ist ein Thema, das mich auch interessiert. Wie gesagt, ich verweise momentan mal auf die Kollegenvideos, die den schon vorgestellt haben, aber wir sehen uns, wenn es okay ist. Ich komme nochmal. Bis bald. Siehst du, da kannst du gleich alles für die Reise mitnehmen. Sehr geil, viel Erfolg, tschüss. Aber hier, Koffer, auch mal schön, eine Farbgebung, ordentlich aufgeräumter Stand, mega. Hier haben wir wieder ein Staukassensystem. Da sind wir gestern schon vorbeigelaufen. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern. Und jetzt gehen wir rüber in die nächste Halle. Hier meine von mir getaufte Erwin Hümer Halle. Ich habe nichts anderes gesehen. Erwin Hümer, mein Gott, ich erinnere mich. Ich Erwin Hümer kennenlernen durfte. Ich erzähle euch jetzt die Geschichte. Das war 2003, glaube ich, bei einer Detlefs-Jahrestagung. Im schönen Allgäu. Ich weiß nicht mehr genau, Sonthofen oder so. Tolles Hotel, dann ganzen Händler.
Produktvorstellungen. Da macht man natürlich ein bisschen Incentive und Event und sind wir auf so eine Alm hochgefahren und ich hatte ein paar Quads dabei und habe die Gäste nach oben kutschiert, wer das wollte. Wenn ich gehen wollte, der ist mit einer kleinen Offroad-Einlage ungefähr eine halbe Stunde auf diese Location gekarrt worden, in Anführungszeichen. Das war echt mit jedem ein Erlebnis. Und einer der letzten Gäste kommt ein älterer Herr zu mir, kannte ihn nicht, sagt, können Sie mich da rauffahren? Setzt sich hinter mich, hält sich an mir fest, vorschriftsmäßig. Es war wirklich Offroad, also jetzt nicht ganz schlimm, sondern es war eine tolle Geschichte. Und das war wirklich Erwin Hümer. Er hat sich dann oben zu erkennen gegeben und auch, ich habe mich schon gewundert, aber so ein herzlicher, lieber Mann mit so einem tollen Gespräch, das wir auch noch hatten. Das war für mich schon auch im Leben ein Highlight. So viel mal kurzer Einwurf in mein Erlebnis mit Erwin Hümer. Gott hab ihn selig. Das musst du erst mal aufbauen, ja, und für die Nachwelt hinterlassen. Ich verweise auch immer wieder gerne auf das Erwin Hümer Museum in Bad Waldsee. Schaut euch das an. Aber viele waren ja schon dort. Also ihr seht, ich bin nochmal durch. Wenn ihr von diesen Fahrzeugen was sehen wollt, dann versuche ich natürlich genau den Wagen zu erwischen. Und jetzt gehen wir rein in die Halle 3. Ihr entschuldigt, wenn ich ab und zu auch mal jetzt immer wieder noch mehr private Sachen erzähle. Erlebnisse, die mit der Campingbranche verbunden sind. Hier habe ich einen Dreh ausgemacht bereits mit Le Mansell, mit diesem Herrn. Habe ich auf der Messe in Düsseldorf nicht mehr geschafft, aber werden immer wieder angefragt. Auch der Sascha hat da schon was gebracht, Happy Camping hat sich schon vorgestellt. Und wir werden uns natürlich da nochmal einen kurzen Überblick verschaffen. Das ist ein fester Programmpunkt bis Sonntagabend. Ich habe ja noch 3 Tage hier Speicherkarte und Akku übrig. Aber ich finde, das Design ist mal was anderes. Der Markt schreit ja auch nach anderem. Das war zum Beispiel also mein beeindruckendster Wohnwagen auf der Messe bis jetzt. Schauen wir mal, was hier rauskommt. Auf der Messe, da bin ich gefragt worden, mein Messehalter bei den Caravans war der neue Wagen von Hobby. Und das haben auch alle Kollegen bestätigt. Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Vielleicht helft ihr mir einfach. Ein Wohnwagen, der innen so, so toll ist, mit guter Ausstattung, so um die 40.000 Euro. Ganz klar was Neues, aber außen ist er mir einfach zu konservativ gleich geblieben. Es sieht von außen nicht nach dem aus, was er innen bietet und hat. Das fand ich ein bisschen schade. Ich übe also da Kritik, in Anführungszeichen, weil das der Eindruck ist, den mir hier alle spiegeln. Kennt ihr, Challenger, schon vorgestellt. Wir haben auch übrigens Morello in der Halle. Den X150, wer da noch mal Fragen hat, ich habe da noch einige Kommentare liegen, die ich bis jetzt nicht, oder einige Wünsche liegen, die ich bis jetzt nicht erfüllt habe, weil ich keine Gelegenheit mehr hatte. Aber wenn ich da irgendeinen Stauraum ausmessen muss oder sonstigen, mache ich das gerne für euch. Ihr meldet euch in den Kommentaren und dann gehen wir da noch mal mit dem Meterstab ran, stellen noch mal irgendwelche Fragen, die hier wirklich noch nicht beantwortet gewesen wurden, geworden sind, um Gottes Willen. Das ist ja eine Flut von Mitteilungen, WhatsApp, Wahnsinn. Das ist ja like Düsseldorf hier, der Messe in Freiburg. Danke für die viele Post. Und ich versuche wirklich alles abzuarbeiten. Jetzt gibt es mal erst überwiegend Herzle für die, die es verdient haben, ist ja klar. Aber wir werden in jedem Fall, Entschuldigung, muss mich noch konzentrieren. Wir werden in jedem Fall alles nachholen, was noch Bedarf ist. Pössl haben wir da, aber da werden wir noch ganz viel bei Sachsen-Karawan und so weiter filmen. Hier hat man auch noch mal eine schöne S-Meile gemacht. Und ja, wir landen hier Malibu, klar. Ihr seht ja, was ich da schon alles gefilmt habe. Da hinten steht der Malibu, der in Düsseldorf war. Den hat man ganz toll mit den Merkmalen, mit den Kaufkriterien, die Malibu bietet, den SUPs, wie man sagt. SUPs? Ach du grüne Neun, ich krieg halt echt nichts gebacken. Bin überwältigt, ein bisschen übermüdet wieder mal. Messe, Alltag stellt sich ein. Aber den habe ich kurz angefilmt. Aber ganz viel zu Malibu auch demnächst natürlich wieder auf diesem Kanal. Aber hier nähern wir uns der Cuba. Und der Cuba ist jetzt der Wunsch der Stunde. Es sind einige Wünsche aufgetaucht. Ich ordne die alle durch. Bis eine Caravan hatte ich ja selber noch nichts gefilmt. Aber es ist noch alles drin auf der Messe. Ich werde also ein Bürstner Caravan durchlaufen machen. Für Adventure, it's outside. TheCuba.de, da habe ich schon mal die Infos, die ich unbedingt brauche.
Und das ist halt genau das, was ich mir denke. Man kann doch auch außenmutiger sein. Wir merken das an der Vielfalt, auch an den Caravans, die ich schon gefilmt habe. Denkt an den Farfaller, an das Konzept mit dem Kompakten. Das sind wirklich, ja, Geschmackssache, wie immer. Drum, Gott sei Dank, wieder Schaufenster. Schaufenster ist cool, Schaufenster zu sein. Ist wunderbar. In dem Fall braucht man hier nicht großartig auf irgendwas Rücksicht nehmen. Alles schön. Jedem gefällt was anderes. Ich sag's halt immer wieder, auch wenn ihr es nicht mehr hören könnt, teilweise. Aber Lutz, ich werde nicht singen. Es ist recht, das will man zu wiederholen. Gehen wir mal drüber, dann könnt ihr das nochmal irgendwie im Standbild euch anschauen, was da alles so drin ist. Und das ist halt, ich meine, da geht nichts rein. Klar ist das alles Leichtbaumaterialien, aber im Tiny Home Mode, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar im Tiny Tiny Home Mode. Rahmenfenster drin, das ist ein guter Mix aus Caravan und Tiny Home. Hier seht ihr mal, da können wir mal drüber filmen. Da gibt es den Bauwagen. Ja, man lernt nie aus. Das ist das Schöne, wenn man mit euch über die Messe geht. Dann habe ich auch mal Zeit, das durchzublättern. Ne? Gemacht im Ländle. Regionalität, kurze Wege. Das ist den Leuten auch wirklich wichtig. Ich merke, dass das vieles zu diesen Betrieben hingeht, die aus dem Mittelstand kommen und sich etablieren wollen und mit Leidenschaft dabei sind. Das kann man alles immer noch honorieren. Prospekte ersetzen wir jetzt durch YouTube schon langsam, merke ich. Da haben wir die Adventure Edition, das ist der, den wir gerade vorhin gesehen haben. Ja, das, jeder hat seine Berechtigung. Und in die Masse zu gehen, das so Sinn macht, Individualität. Ob du jetzt kochst, Küche, Restaurants, wir merken, die Welt wird durch Individualität geprägt. Dass jeder sein, ich möchte nicht mit der Kamera vors Auge gehen, gell? Aber sie sind nicht im Bild, keine Angst. Ich filme hier nur ganz dezent vorbei. Ein Slot für die Biertische unten gleich zu haben. In Mitte geht nur der Tisch rein. Das ist eine super Idee. Du stellst die Garnitur raus, bist immer gut aufgestellt. Insektenschutz geht da drin. Das ist toll, das ist von der Verarbeitung aus sehr schön. Wir gehen auch mal rein. Der ist gerade frei, da gehen wir rein. Peterwagen. Aha. Auflastung hier, 15er Kilo. Beleuchtung, da oben schön in der Decke drin. Optional Badausbau, aha, erklärt sich dann von selber. Da können wir uns mal richtig selber durchfieseln. Ja, da kannst du eine Dusche haben dazu. So super, Patapotti, wem es reicht. Patapotti, Mensch, das ist wie Tempo, Nutella und, keine Ahnung, etablierte Begriffe. Leider noch Chemie drin, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich dann weg vom Schaufenstermodus, muss heute nicht mehr sein. Aber ihr wisst meine Leidenschaft. Was schütte ich rein? Salvio und einige andere auch, die es probiert haben. Und ich habe noch nie einen Dislike bekommen für Salvio-Empfehlung. Noch nie. Schön. Ich freue mich, dass Putzfuchs da ist. Ein Airtune mit den Filtern, die man bei jeder Thoma-Heizung reinstecken kann. Das ist ein Produkt, das trauen wir uns auf den Markt zu bringen. Und das hat sich auch bewährt. Das sind Sachen, die man vertreten kann, die funktionieren. Und das ist mir wichtig. Ich habe die Geschichte schon erzählt. Putzfuchs kam zu mir. Können wir da nicht mal was machen? Dann habe ich gedacht, oh, ein Putzlappen. Ja. Die stehen so mit Leidenschaft hinter ihrem Produkt. Und das Ding ist gut, das System. Es ist natürlich erstmal eine Ausgabe, aber das denkt man immer bei allem. Aber am Schluss spart man sich einen Haufen. Fällt mir gerade ein, weil ich die Küche sehe. Und das ist natürlich genau so eine Sache, dass ihr nochmal wisst, wo die Moral ist bei der ganzen Geschichte, wenn man hier Schaufenster macht. Hier in dem dunklen Look. Es wirkt total massiv. Schade, dass hier mit dem Licht seitens der Messe in der Halle ist es, könnte ein Ticken mehr vertragen im Allgemeinzustand. Mal gucken. Ist so mein Gefühl, jetzt auch beim Filmen. Die Kamera bessert zwar ein bisschen nach, wenn es dunkler wird, aber das nenne ich mal einen Staukasten. Cool. Alkohol, das war mir nur wichtig zu sehen, dass man Alkohol drunter hat. Nicht wegen Werbung Alkohol, aber brauchen wir nicht viel dazu zu sagen. Das ist einfach ein super bewährtes Produkt. Und dann gehen wir zum nächsten weiter. Und zwar anscheinend der größte. Da steht das auch nochmal mit dem Peterwagen. Und der hat einen Mover für Tandem. Das ist immer zu empfehlen, wenn man Tandem-Achse hat, dass man sich einen Mover drunter baut. Weil das Ding, um die Kurve zu schieben, da arbeitet der richtig ordentlich. Aha. Und da seht ihr. Egal, was du dann da reinschiebst, du kannst dann deinen Minibagger reinschieben, schätze ich, wenn es vom Gewicht her passt. Ja.
Da hast du eine super Kombi. Du kannst mit Sicherheit noch ein Bett einbauen. Also ist hier wirklich multifunktionell aufgestellt und sieht schick aus. Das sind immer Dämpfer hier. Also das ist schon eine coole Klappe. Und das passt aber auch zusammen. TheCuba.de, interessant. Ich drehe mich um, bin wirklich das erste Mal hier. Ich kenne sie von den Messen, vom Vorbeilaufen. Und mit euch jetzt sich zu befassen, echt schön. Mehr erleben, mehr entdecken. Sieht geil aus. Also mir gefällt's. Hallo, mir gefällt's. Und da hat man einen Multifunktionsanhänger, den kann man als Marktstand fahren. Die Achsen sind praktisch so, wer das sowas schon mal gefahren hat, ist geil, die Spurstabilität ist der Hammer. Weil der liegt natürlich ganz anders auf der Straße und es liegt viel sicherer vom Gefühl her. Und da kann ich dann alles einmal, was ich will, da haben sie einfach eine Bar drin und keine Ahnung, für Shows, Messen habe ich hier meine Fächer. Muss man nochmal gucken. Also das ist Perfektion gerade. Absolute Perfektion. Hat der Tobi so viel Glück. Interessant auch, die ist jetzt voll, diese Schublade. Also schwerer als die leere. Die ist ganz voll. Also habt ihr gesehen, das sind so Tests, die mache ich ja öfter. Mache ich zwar jetzt nicht so lang wie hier vor der Kamera, aber probiert diese Sachen auch aus. Ich sehe auch immer die Menschen, die über die Messe gehen und dann die Fahrzeuge testen, ob sie sich bewegen können. Das ist oft eigenartig zu beobachten. Bewegt euch da richtig und schaut euch das richtig gut an. Hier ist richtig viel los, aber bei der Cuba war ich jetzt mal, bin durchgebummelt. Ich hoffe, sie freuen sich über das Video, ich denke schon. Und ansonsten haben wir in der Halle jetzt noch jede Menge Fahrzeuge stehen. ORC-Felgen ist da. Vor dem Malibu haben wir aber gerade schon aus dem Augenwinkel gesehen. Speicher läuft, 17 Minuten, so 20, 21. Gebt immer bitte. Lasst mal ein Like da, ein Abo. Echt so liebe Menschen wieder getroffen hier. Sowohl auf der Messe als auch im Camp, das sich total bewährt und so chillig ist. Da kommst du immer wieder runter. Wir stellen dann die Videos online. Schön gemachte Gastronomie. Überall natürlich vom Konzept her wird aufgepasst, wie es denn die Regeln momentan verlangen. Moveo filmen wieder bei Reisemobile in Dülmen. Benima, Fortsetzung geplant. Da bin ich euch nur eine schuldig. Könnt mir gerne ein Benima-Modell nennen, das wir hier machen sollen. Ansonsten machen wir nochmal einen Standeinblick mit dem Vertriebsleiter, den ihr vielleicht schon kennt, den habe ich in Sprendlingen getroffen. Da haben wir die ersten Benimas gefilmt. Aber wenn ihr da was sehen wollt, da steht er auch zufällig. Und zwar mit einem weiteren Kollegen, den wir schon kennen. Das ist total cool. Da haben wir beide Fraktionen zusammen. Und wir sind richtig gut drauf. Und gerade, ich mische mich ja normalerweise in keine Gespräche ein. Ja, das machen wir nicht. Die haben auch internen Talk, deswegen bleiben wir weg. Aber das ist definitiv am Schirm. Der kommt heute Abend. Termin ausgemacht, den Les Voyageurs Heritage. Ui, in der Nähe der französischen Grenze muss man immer aufpassen mit den Formulierungen von einer meiner Lieblingsmarken, gebe ich ganz ehrlich zu. Also in der größeren Fraktion. Ich werde immer gefragt, was für ein Fahrzeug ist wirklich dein Lieblingsfahrzeug? Und dann ist das so eine Geschichte, dass ich einfach schon so viele kenne, aber persönlich kristallisieren sich die für mich heraus. Unabhängig von Quantität und Qualität, was mich halt persönlich wirklich anspricht. Und da habe ich mir schon immer so ein bisschen hier die Les Voyageurs rausgeguckt. In der Liner, Halbliner-Klasse. Halbliner? Halbleiter. So, Fendt-Caravan. Werde ich mit Campingwelt A30, schöne Grüße nach Rheine, wieder filmen. Da hinten habe ich die Leicas gefilmt gestern Abend und danke fürs Reinschauen. Könnt ihr schon mal gucken. Creos und Ecovip 2022, ein Short Preview. Hobby-Caravans, wenn ihr was sehen wollt. Und da steht er, von dem ich gesprochen habe. Das ist der neue Maxia. Da schauen wir Maxia. Jetzt fällt mir der Name wieder ein. Dann werden wir doch mal schauen, ob der hier ist. Weil das natürlich jetzt eine schöne Auffrischung wäre. Aber es kann schon sein, dass er von der Messe nicht hierher gekommen ist, weil das ist einer der ersten gewesen, die gebaut worden sind. Aber den werden wir ganz speziell hier im Netz noch einige Male finden.
Und von dem her mache ich mir jetzt auch keinen Stress. Der Beachy ist da. Und Beachy hat mich ja in Düsseldorf echt schon fasziniert. Tolle Geschichte, preisbewusste Geschichte. Beachy läuft jetzt dann auf die Bänder. Und dann schauen wir mal, ob es so einen Kastenwagen gibt von Hobby. Der wurde dort schon vorgestellt, aber eben mit Produktionsdatum momentan noch ein bisschen unbestimmt. Aber ich denke schon, dass sie ihn bauen werden bei der Frequenz, die Hobby auf das Fahrzeug gehabt hat. Auch im Video, auch einen tollen Stand gehabt. War mega cool. Also, guckt nochmal Düsseldorf-Video Hobby. Da haben wir den Beachy bereits geguckt. So, dann drehen wir uns um. Hobbys, jede Menge gefilmt, machen wir auch wieder. Wenn ihr einen speziellen Wunsch habt, sagt es uns oder sagt es mir, ruhig auch den anderen Kollegen. Ja, wer ist denn hier? Die will unbedingt in meine Sendung. Jetzt habe ich dich, jetzt habe ich dich, jetzt habe ich dich, jetzt habe ich dich. Das ist eine liebe Kollegin, Bulli-Tour, bis später im Camp. Yeah. Sie sagte mir, es ist schön, 14.000 Abonnenten, was ja für unsere Campinggemeinde nicht schlecht ist, auf Insta. Aber sie ist froh, wenn sie hier unerkannt durchbummeln kann. Wir haben natürlich auch PKWs in Freiburg. Graf Hardenberg hat eine große Auswahl hier stehen. Schöne Zugfahrzeuge, auch was mit E natürlich dabei, ist ja klar. Nugget ist da. Nugget Plus weiß ich jetzt nicht. Bin ich schon gefragt worden, ob es ein Nugget Plus gibt. Und da steht er. Es ist ein Nugget Plus OEM made by Westfalia hier auf der Messe. Wenn ich mehr Zeit habe, Nugget würde mich schon lange wieder mal interessieren, weil ich habe mit dem Nugget so ein bisschen die Verbindung verloren in den letzten Jahren. Aber wäre mal wieder interessant, ihn vorzufilmen. Wir sehen, wenn ihr den sehen wollt, machen wir das gerne. Hier haben wir nochmal Rollerteam. Wir haben hier natürlich die C4-Rush stehen. Der Gulde ist da. Ein großer Händler, dem ich auch Kontakt habe, bei ihm ein bisschen zu filmen. Habe auch schon einiges gefilmt von diesen Modellen. Rollerteam Kronos. Hinter mir die Sunlight-Ecke. Westfalias sind da. Ja, das ist echt eine ordentliche Auswahl. Und hier, sehr interessant, zum Ende, 22 Minuten. Das ist ein Leichtbauhänger. Und den kannst du mit dem Fahrrad ziehen. So, jetzt seid ihr dran. Wollt ihr dann noch was Ausgiebiges sehen von diesem Fahrzeug? Wird also ineinander geschoben, dann ist es sehr kompakt und sehr klein. Läuft auf zwei Rädern, dadurch läuft er natürlich äußerst spurstabil vorn. Und das ist im Grunde das, was ihr dann bewegt. Ich habe keine Ahnung, was er kostet und so weiter. Jetzt ist hier auch viel los. Wir werden uns aber auf jeden Fall diesen ungewöhnlichen Fahrradkarawan, der in Serie produziert und verkauft wird, mal anschauen. Ich stehe mal im Weg, wie immer. Und dann laufen wir hier nochmal durch. Dann gehen wir mit der Kamera, es sind gerade viele Menschen unterwegs, aber ich filme keinen, keiner ist da drauf. Und dann schauen wir uns den von der Seite nochmal an. Also wenn ihr Näheres wissen wollt, schreibt in die Kommentare, dann filme ich den für euch. So, immer wenn zu viel los ist, weiche ich und flüchte ich und nerv keinen mit der Kamera. Tauchen wir nochmal runter und dann werde ich mich schon langsam an Tag 2 das erste Mal verabschieden, weil jetzt seid ihr gefragt, noch mehr Infos rüber zu schicken, was ihr hier sehen wollt. Weinsburg machen wir bei Sprückel in Bochum demnächst, die 22er Modelle ausgiebig. Kann ich ruhig gleich mal dazu sagen, aber wenn ihr hier gleich einen sehen wollt, können wir da ruhig mal ein Short Preview machen. Oder irgendwelche Infos auch braucht zu den Fahrzeugen, dann versuche ich Händler, Verkäufer anzusprechen oder meine Kontakte zu nutzen. Über die Jahre hat man ganz gute Handynummern bekommen von Betriebsleitern in den Werken. Möglichkeiten hier wirklich zuverlässige Infos einzuholen. Natürlich, was ich kann, aber alles ist auch nicht möglich. Ich will da in keiner Firmenpolitik drinstecken und mich einmischen. Jeder macht sein Ding. Ich kann auch keine Haftung für die von mir gezeigten Dinge übernehmen. Dafür mache ich das jährlich unperfekt für euch. Ich glaube, den Satz sage ich jetzt immer wieder mal dazu. Uwe Gante, machen wir nochmal einen Rumpflug. Hey, hey. Endlich hier mal. Jemand, mit dem er winken kann. Sag mal, wie geht's euch denn? Tobi, sehr gut. Servus. Ich bin weit weg von Köln, aber gut. Ja, siehst du mal. Aber ich bin ja immer unterwegs. Ich habe auch schon gesagt, ein Besuch ist fällig. Den mache ich auch hier auf der Messe und ich werde mir nochmal sehen lassen. Bin gerade am Kommunizieren mit unseren Zuschauern. Dann viel Spaß, Erfolg. Ne? Der Terry steht im Hintergrund. Servus. Die Sonne scheint, hier läuft. Ja, schön. Macht Spaß, gell? Tschüss. Ciao. Also, super. Wenn ihr spezielle Fragen habt zu den Modellen von Uwe Gante, den Miller und so weiter, dann meldet euch bitte.
das passt eigentlich jetzt ganz genau. Die nächste Halle gibt es dann morgen im Wunschkonzert. Und ich hoffe, der Ton hat geklappt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Am besten. Also, dann schwenken wir nochmal durch. Ventura sehe ich noch. Und dann verabschiede ich mich für heute. Danke für die Treue, danke für die Likes, danke für die Abos. Macht echt Spaß hier in Freiburg, im schönen Südbaden. Und jetzt gehe ich raus ins Camp und nachher ist wieder Bühne ab 14 Uhr. Bis dann, macht's gut. Tschüss.